Ein Video, was es so noch nie von mir gab. Über 15 Jahre mache ich jetzt schon Marketing, Werbung, Online-Marketing, baue Webseiten, baue Online-Shops, kümmere mich um die Lead-Generierung als auch die Optimierung von Online-Shops für mehr Verkäufe. Und natürlich habe ich bei fast über 1000 Kunden Geschäftsideen mitbekommen, die profitabel sind und nicht profitabel sind. Und selbstverständlich habe ich auch daraus meine eigenen Prozesse generiert, habe daraus meine eigenen Geschäfte gemacht, war zum Beispiel oder fast der größte deutsche Kunstrasenhändler. Und was auch viele nicht wissen, was ich auch nie groß kommuniziert habe, mittlerweile gehört der Shop nicht mehr mir. Und es geht mir darum, einfach zu zeigen, was gibt es für Möglichkeiten und was kann man mit Wissen, mit Optimierung, mit Unternehmertum, unternehmerischen Denken heutzutage erschaffen und das auch in Zeiten nach Covid, wo der Boom abgenommen hat. Ich rede hier von einem Beispiel von einem meiner Shops mit einem entsprechenden sehr, 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 sehr populären Produkt in Kombination mit entsprechendem Online-Marketing. Mir ist es wichtig, wenn du dieses Video anschaust, zu verstehen, dass auch du genau dieselben Ergebnisse erzielen kannst, wenn du dich dafür öffnest, und das soll auch der Grund des Videos sein, wenn du dich dafür öffnest, Online-Marketing zu machen und nicht an irgendwelchen Gurus zu glauben und nicht an irgendwelchen Instagram-Lambo fahrenden sonstigen Leuten, die mal ein Wochenende in Dubai waren und dann entsprechend Content für ein ganzes Jahr produziert haben, sondern mir geht es darum, Mehrwert zu schaffen für eine Zielgruppe, die dafür bereit ist, die Extrameile zu gehen, die dafür bereit ist, wirklich Wissen aufzusammeln, gerne auch kritische Fragen zu stellen, aber dann auch in die Umsetzung kommen. Denn ich sage es nicht umsonst in vielen meiner Videos, Umsatz kommt von Umsätzen und daran scheitern schon die meisten Personen. Es ist egal, wie groß dein Unternehmen ist, ob du gerade anfängst oder ob du anfangen möchtest, ob du eine Vision hast, eine Idee oder schon ein bestehendes Geschäft hast, aber einfach jetzt durch welche Marktlage auch immer, durch welche äußeren Einflüsse oder auch durch Einflüsse, die du selbst hervorgerufen hast, du sollst profitabel ein Unternehmen in der heutigen Zeit führen können. Und glaube bitte nicht, dass alles einfacher geworden ist. Ich sage eher, es ist schwieriger geworden. Denn die Welt wird schnelllebiger, sie wird komplexer und vor allem brauchen wir eine deutlich größere Masse an Daten, um auch im Rahmen von Datenschutz, Compliance etc. profitabel zu sein. Vorweg, dieses Video mag für manche, die mich schon länger kennen, oder auch für manche, die mich noch nicht kennen, aber jetzt kennenlernen, vielleicht ein wenig anders sein. Schaut euch meine anderen Videos an. Guckt und schaut, was ich mache. Schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal nach. Und ich habe nie öffentlich Zahlen groß kommuniziert, denn ich war nie jemand, der entsprechend irgendwo in der Öffentlichkeit geprahlt hat. Und das soll auch jetzt nicht so sein, aber ich möchte einfach echte Daten zeigen, ich möchte euch Anreize geben und ich möchte euch zeigen, dass das alles kein Hokuspokus ist, was ich mache, was ich seriös mache seit über 15 Jahren, nachweisbar für über 1000 Kundenprojekte und nachweisbar bis zum heutigen Zeitpunkt auch siebenstellig damit verdiene und das durch seriöse Leistung, Beratung. Und vor allem, das könnt ihr überall lesen, schaut euch Bewertungen von mir an, einfach durch faire Konzepte, faire Leistungen. Und natürlich fordere ich auch meinen Gegenüber, das heißt eventuell dich in Zukunft, wenn er erfolgreich sein möchte. Denn es gibt Spielregeln, an die muss man sich halten. Es gibt Spielregeln, die sind relevant für den Markt, aber vor allem für deine Zielgruppe, für deine potenziellen Kunden. Und das verstehen viele nicht. Und das war so jetzt die Einleitung zu diesem Video. Wie gesagt, wer mich noch nicht kennt, schaut gerne einfach mal über meine diversen Kanäle. Ihr werdet feststellen, dass ich nicht der klassische
Online-Marketing-Guru bin, der mit Zahlen umherschmeißt, der zeigt, wie toll er ist, der zeigt, was alles super toll ist. Und ich kann nur so viel sagen, wahrscheinlich habe ich schon deutlich, deutlich, deutlich mehr erreicht wie die meisten anderen, nur ich habe es nie groß kommuniziert. Und dies soll das erste Video sein, wo ich einer meiner Webprojekte zeige, wo ich zeige, was dabei rumgekommen ist und vor allem, was dahinter steckt und auf was das Ganze basiert. Denn diese Basics, die seit über 10 Jahren zählen, die ich manifestiert habe, perfektioniert habe und noch mit meinem Team in einen gewissen Standard gedrängt habe, womit wir jedem Kunden in jeder Branche helfen können. Und kommen wir jetzt einfach mal zu den Zahlen. Entsprechend, ich habe hier, wie auch in meinen anderen Videos zu sehen, den Zahlungsanbieter Molly, den wir am liebsten nutzen für den europäischen Markt. Und ich zeige jetzt einfach mal, was da so an Zahlen bei rumkommt. Ich kann auch gerne mal aktualisieren für alle, dass die Seite neu lädt. Ihr seht hier oben meinen Namen entsprechend. Ich lade auch gerne nochmal neu. Ich habe hier nichts irgendwie gefaked. Ihr seht ein 2023er Umsatz. Und ihr seht entsprechend den 2024er Umsatz. Und ihr seht vor allem auch, dass wir eine Steigerung haben. Ihr seht hier die Monatsübersichten. Das sind entsprechend die Umsatzzahlen. Und ihr könnt sehen, was wir hier an Umsatz gemacht haben. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Dadurch zeige ich gleich auch mal die Berechnung dazu, was das alles hintersteckt. Und was ich an der Stelle schon mal vorwegnehme, ich kann euch den Online-Shop nicht zeigen. Das liegt einfach daran, da ich einmal einen Fehler gemacht habe und habe ein Projekt von mir öffentlich gezeigt. Und dann gab es leider, und das ist ja so ein bisschen das Problem, die Neidkultur, die dann entsprechend Backlinks gebucht hat, schädliche Backlinks, die die Seite so weit kaputt gemacht hat für mich, dass sie nicht mehr profitabel war. Und das binnen von circa 4 Monaten. Und deswegen kann ich auch gerade in dem Bereich, ich werde viel erzählen, das heißt, man kann eventuell über Umwege darauf kommen, welche Seite das ist. Aber ich werde die Seite nicht zeigen können, weil die Neidgesellschaft leider so gepolt ist und auch andere Agenturen, andere Gurus etc. Einfach mir das nicht gönnen und einfach sagen, okay, dann machen wir das kaputt. Deswegen kann ich die Seite nicht zeigen. Ich werde euch aber jetzt erzählen, was dahinter steckt. Denn das sind natürlich nicht einfache Produkte. Das sind auch keine 30-Euro-Produkte, sondern wir haben hier eine Kombination. Und das meinte ich auch am Anfang mit dem unternehmerischen Intelligenz. Wir haben ein Produkt genommen, was ein Eröffnungsprodukt ist. Dadurch haben wir einen Markteinstieg. Und der Markteinstieg bedeutet, dass wir hier ein Suchvolumen haben von ungefähr, auf den generischen Begriff, von 20.000 Suchanfragen auf den Hauptbegriff. Und es ist so, dass die meisten Personen hier das konkrete Produkt mit einer Dienstleistung suchen, wobei das Produkt halt die Basis ist, um die Dienstleistung ausführen zu können. Und es ist ganz, ganz wichtig hier zu verstehen, dass dieser Shop entsprechend das Produkt anbietet. Das Produkt hat ungefähr einen Wert zwischen 350 Euro und 1.800 bis Maximum 2.500 Euro. Das ist gestaffelt, je nachdem, wie viele Lizenzen ich brauche, beziehungsweise wie viel, es ist eine Kombination aus Hard- und Software, also eine Software-Lizenz, die dazu kommt und entsprechend ein Betreuungspaket. Man könnte sagen, es ist ein ERP-System, was ich aber auch benötige für den entsprechenden, für meinen Unternehmensprozess. Und es ist so strukturiert, dass wir dadurch auch, und jetzt kommt dieses ganz Besondere, wir haben den Verkauf der Hardware, wir haben die Software-Lizenz, die einmalig oben drauf kommt, plus wir haben Service-Pakete, sodass wir nicht nur einmal einen Verkauf haben, sondern wir haben eine Lifetime entsprechend. Und das Interessante ist halt, dass wir dadurch, durch diesen Flow des Kunden, einen sehr, sehr hohen Lifetime-Wert haben. Die Kündigungsrate liegt bei unter 10%. Und diese Kombination aus Produkt, Software-Lizenz, Service-Paket macht es uns möglich, eine Skalierung reinzubringen, die zwar endlich ist pro Kunde, aber wir aus diesen drei Bestandteilen sehr, sehr viel Mehrwert herausziehen können. Wieso erkläre ich das so ausführlich?
In fast jedem B2B-Bereich, B2B-Shop, kann man auch solche Sachen integrieren. Man hat ein physisches Produkt, dann gibt es vielleicht eine Mitgliedschaft, es gibt ein Servicepaket, es gibt ein Wartungspaket etc. Vielleicht gibt es Versicherungsprodukte, die noch dazukommen. Vielleicht gibt es andere rechtliche Komponenten, die man dazu packen kann. So mache ich aus einem Einmalverkauf, einem laufenden Prozess, einen laufenden Kunden und habe eine sehr, sehr hohe Lifetime-Value, plus dass ich den Kunden binde. Das geht in fast allen Bereichen, erfordert aber manchmal ein wenig unternehmerische Intelligenz, um nicht nur abhängig zu sein von einfachen Produktverkäufen. Jetzt ist das Schöne, wir haben hier ein Produkt, wie gesagt, von ca. 24.000 von 24.000 Suchanfragen auf dem Hauptsuchbegriff. Und es strukturiert sich halt entsprechend in ganz, ganz viele Unterpunkte. Und das Wichtigste, und da gehe ich jetzt drauf ein, ist, dass ich für den Schn dass ich einmal verstehe, ich muss die Hybridstrategie haben. Ich muss Werbeanzeigen schalten und ich muss Suchmaschinenoptimierung machen und im Idealfall noch Social Media Remarketing. Das ist unsere Strategie, womit wir bei Kunden sehr gut fahren. Und deswegen erzähle ich es so ausführlich, auch in unseren eigenen Projekten damit erfolgreich werden. Bei diesem Projekt haben wir circa 20% Kosten, 80% Gewinn. Umsatzsteuerthematiken lassen wir mal außen vor, weil das natürlich hier ein Bruttowert ist. Ich werde gleich einfach mal pauschal etwas abziehen. Das stimmt nicht hundertprozentig, aber wenn wir bei den Zahlen bleiben, möchte ich euch zeigen, dass wir einen Wert haben von ca. 2,7 Millionen, die übrig bleiben. Das ist der Umsatz. Das ist entsprechend die Kosten für Google Ads, zeige ich gleich. Und das sind die Kosten für entsprechend Social Media Remarketing. Die Summe rechne ich fairerweise nicht durch 0,8, wie ich eben gesagt habe, haben wir 80% Gewinn in dem Sinne, 20% Kosten, sondern ich habe, um so einen ungefähren Faktor zu haben, 10% zusätzlich nochmal abgezogen, weil es teilweise B2B ist, haben wir auch umsatzsteuerfreie Lieferungen. Das heißt, da muss man auch wieder beachten, natürlich ist dann netto brutto gleich. Deswegen habe ich so einen Mischmasch genommen. Wir hätten normal 19% Umsatzsteuer. Hier sind es entsprechend dann einfach nur mal 10% genommen. Wie gesagt, ungefährer Wert, um einfach zu zeigen, was letzten Endes an Gewinn, an reinem Gewinn hängen bleibt. Die Marge ist hiermit schon abgezogen. Kosten für Server, Hosting, Webdesign, Webseitenerstellung etc. Und wir haben also im Prinzip 2,7 Millionen reinen Gewinn. Die Werbekosten, um das auch ganz transparent zu zeigen, habe ich entsprechend mal hier aufgelistet und aufgezeigt für das Jahr 2024. Nochmal kurz zurückgesprungen, sieht man auch hier, dass wir 2023 halt auch schon sehr gut waren. Wir werden wahrscheinlich 2024 trotz der schlechteren Marktlage im Verhältnis das wieder toppen können. Aber man sieht, im Dezember geht es halt runter, obwohl es kein Saisonprodukt ist, aber das ist in fast allen E-Commerce-Bereichen so. Und hier nochmal kurz zurückzukommen auf die entsprechenden Werbekosten. Wir haben 1,52 Millionen Klicks bekommen bei einem Conversion-Wert von 4,2 Millionen. Das heißt, wir haben fast alles bis auf 1 Million circa über Google Ads gemacht. Wir haben eine sehr, 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 sehr gute Conversion-Rate von 5,23%. Man kann sagen, je nach Komplexität des Produktes habe ich eine Conversion-Rate von 1 bis 3% normalerweise. Im klassischen B2C-Shop 3 bis 5% ist schon sehr gut. Alles darüber ist sehr, sehr gut. Wir liegen also hier in einem sehr, sehr guten Durchschnittswert. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, man sieht es hier an der gelben Linie, es geht auch mal nach unten. Wir hatten auch Zeiten, da war die Conversion einfach schlecht. Da komme ich aber gleich noch darauf zu sprechen, was der Hintergrund sein könnte und vor allem, was für Maßnahmen wir getroffen haben, damit das funktioniert. Das Ganze bei Kosten von 1,24 Millionen, die ich entsprechend hier abgezogen habe. So, darüber könnt ihr halt entsprechend sehen, dass das ganz transparent ist und ich möchte euch die Zahlen hier durchgehen. Ihr seht hier 1. Januar bis 31. Oktober 2024
Das Video wird gerade Mitte November 2024 aufgenommen. Und das sind einfach die Sachen, womit wir sehr, sehr gute Umsätze gefahren haben. Was war, und das habe ich nur am Rande kurz erwähnt, was war zielführend? Ich werde alles wie immer auch unter dem Video entsprechend verlinken, damit ihr euch das in Ruhe nochmal anschauen könnt. SEO, also Suchmaschinenoptimierung, und SEA als Suchmaschinenwerbung, als die konkreten Maßnahmen, als Hybridstrategie. Jeder Mensch nutzt im Grunde genommen Google oder alternativ Bing, die Bingen halt. Da nochmal kurzer Hinweis, gerade im B2B, Bing mittlerweile 12 bis 13% Marktanteil, weil Microsoft hat das gut gemacht. Bing, das B von Bing sieht fast aus wie das G. Und es ist einfach so, dass wir in der Kombination von Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung teilweise ein Doppel- oder Dreifach-Listing haben auf Platz 1. Das geht nicht von heute auf morgen. SEA geht von heute auf morgen, ist die kurzfristige Strategie, um schnell Daten zu sammeln, um schnell vielleicht sogar auch Umsätze zu generieren, um einem Algorithmus schnell mit Daten zu füttern und dann entsprechend über einen Faktor das Werbebudget zu skalieren. Weil wir haben auch am Anfang, haben wir mit 100 € am Tag angefangen. So, jetzt sehen natürlich die Werbeausgaben ganz anders aus, weil wir über einen Faktor skalieren. Das heißt, wir reden nicht über fixe Werbebudgets, sondern wir reden über einen Skalierungsfaktor. Wenn wir jetzt weitergehen, haben wir, wie gesagt, ein Doppel- oder Dreifach-Listing auf der ersten Seite. Nicht zu allen Suchbegriffen, aber ich würde mittlerweile sagen, zu ca. 90% des Marktes. Wenn wir uns das anschauen, ist es eigentlich die Kombination aus den verschiedenen Standardkategorien, die wir halt so haben. Wir haben die Suchmaschinenoptimierung, wir haben die Suchmaschinenwerbung. Shopping wäre jetzt in dem Beispiel nicht relevant, aber ist natürlich für jeden Online-Shop entsprechend möglich. Bei uns ist es nicht so relevant, weil das Produkt ein bisschen zu hochpreisig ist und zu speziell. Das wird sogar nicht ausgespielt. Sonst würden wir wahrscheinlich noch mehr verdienen damit. Und die Verschmelzung dieser beiden Strategien ist am meisten zu favorisieren und sorgt dafür, dass ich wirklich, wirklich profitabel sein kann. Die Ergänzung ist dann das Social Media Marketing. Achtung, nicht organisch. Wir machen reine Ad-Schaltung und versuchen, egal ob B2B oder B2C, entsprechend hintenrum, egal ob sie über den Weg Google, über ein hartes Keyword gekommen sind, dann im Weichen über entsprechende Performance-Ads wieder in den sozialen Netzwerken anzusprechen und daraus Kunden zu generieren. Denn jeder, egal ob Manager, hochbezahlter Manager, die meisten sitzen abends auf der Couch, in der Bahn, im Bus, wo auch immer, die sich gerade bewegen, am Flughafen, im Privatjet und scrollen im Social Media. Das ist bei den meisten der Fall. Und so kriegen wir in Kombination von dem harten Keywords, also Suchbegriff, wie der Mensch bei Google eingibt oder bei Bing, den Sucherfluss hin, den Kunden, also den Interessenten zum Kunden zu machen, eventuell auch im dritten oder vierten Schritt erst, wenn wir in den sozialen Netzwerken eine Anzeige schalten. Sodass er in den privaten, dann wenn er eigentlich keinen Kopf mehr hat, trotzdem ihn unterbewusst ins Bewusstsein lenken, dass er doch wieder entsprechend etwas bucht. Diese Kombination sorgt einfach dafür, dass ich dreimal sichtbar sein kann. Und das macht wirklich, wie man es hier auch später auf der Seite sehen kann, wenn ihr unter dem Video entsprechend auf den Link klickt, seht ihr dann auch, was das alles bedeuten kann. Wir haben hier noch kein großes E-Mail-Marketing mit einbezogen, da die Kunden in der Regel sich am Anfang entscheiden für eine Lifetime von circa einem Jahr. Man kann monatlich kündigen, aber wenn man sich einmal dafür entschieden hat, macht man in der Regel auch entsprechend diesen Benutzerfluss, geht man durch und man nutzt es dann auch weiter. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir halt hier Suchmaschinenoptimierung kombiniert haben mit Suchmaschinenwerbung. Suchmaschinenwerbung sorgt einfach dafür, dass ich pro Klick entsprechend eine Optimierung machen kann, die ich skaliere mit dem Werbebudget. Und über einen Faktor kann ich dann einfach sagen, hier skaliere ich mit. Deswegen ist auch diese 4 Millionen Umsatz wirklich über Google Ads generiert worden. In der Suchmaschinenoptimierung haben wir ca. 1 Million Umsatz circa generiert. Das Remarketing hat natürlich auch noch einen Einfluss darauf, aber der ist gar nicht so groß.
weil wir halt sagen, okay, ohne das Remarketing würden wir die Kunden verlieren. Deswegen ist das eine ergänzende Strategie. Und bei der Suchmaschinenoptimierung ist einfach so, dadurch, dass wir die Performance, die Wertigkeit der Zielseiten erhöhen, ist es so, dass wir dadurch bei Google Ads teilweise bis zu 50% weniger pro Klick bezahlen. Und das ist einfach ein wichtiges Merkmal, was viele auch vergessen, die nur auf Performance-Ads gehen, bei Google Ads, haben aber keine optimierte Landingpage für Verkauf optimiert, ja. Also verkaufspsychologisch sehr, sehr gut gemacht. Aber es fehlt einfach das Thema, diese Themenrelevanz. Und dass ich pro Kampagne, pro Thema, pro Keyword Set oder pro Cluster, wie wir dazu sagen, auch eine entsprechende Landingpage habe, weil Google favorisiert das dann und priorisiert das anhand des Qualitätsfaktors, wodurch ich pro Klick weniger bezahle. Pro Klick weniger bezahlen heißt entsprechend auch mehr Return on Ad Spend. Ich habe eine deutlich höhere Ausspielungsrate, weil natürlich die Qualität nicht nur über Preis geht, obwohl es ein Bieterverfahren ist bei Google. Aber Qualität wird da auch belohnt. Und man muss einfach sagen, durch diese Kombinationsmöglichkeiten habe ich einfach einen Anker, wo ich durch Qualität, durch gewisse Leistung, natürlich auch durch Fakten der CTR, der Click-Through-Rate, entsprechend sagen kann, okay, das ist Qualität, das favorisiere ich und hier werde ich oben angezeigt, ganz oben angezeigt und bezahle eventuell sogar auf Platz 1 weniger wie Person auf Platz 4. In der Suchmaschinenoptimierung ist es dann so, es gibt Personen, die haben die Ads sogar blockiert oder sagen von vornherein, ich klicke nicht auf Ads. Die Verteilung ist circa mittlerweile 60% klicken auf Werbeanzeigen, 40% klicken auf gar nicht. Bei manchen Bereichen ist es umgedreht oder 50-50. Fakt ist auf jeden Fall, jeder muss heutzutage Werbeanzeigen schalten, denn Google möchte Geld verdienen und Google verdient mit organischen Suchergebnissen kein Geld. Es kostet sogar noch etwas, weil man muss den Algorithmus immer wieder anpassen. Es gibt unzählige Google-Updates und Google verdient kein Geld mit organischen Darstellungen, nennen wir es mal bewusst so. Die Suchergebnisse sind kostenfrei. Google Ads wiederum spielt Milliarden in Googles Taschen und in den Konzern von Alphabet. Und darum soll es gehen, dass man versteht, die Kombination zu machen. Nicht entweder oder, sondern ich muss Suchmaschinenoptimierung machen. Und wenn es nur im kleinen Teil ist für entsprechende Landingpages, die ich dann über die Google-Werbung bespiele und mit dem möglichst höchsten Qualitätsfaktor wenig pro Klick zu bezahlen, also einen geringen CPC zu haben, um die Profitabilität auf ein Maximum zu bringen, bei gleichzeitig wirklich weniger Adspend. Und das ganze Thema, wie das funktioniert, was wir dazu machen, habe ich in meinen Beratungen auch schon an sehr, sehr viele Agenturinhaber sogar weitergegeben. Denn der White Label Service, den es seit vielen Jahren gibt, wird sehr, 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 sehr gerne von Agenturinhabern und auch von teilweise Freelancern genutzt. Und es geht vor allem darum, dass das Verständnis, egal ob ich es für Kunden umsetze oder für mein eigenes Unternehmen oder für mein zukünftiges Projekt, dass ich verstehe, wie diese Kombination funktioniert und vor allem immer auf dem aktuellen Stand bin. Denn viele Kurse, viele Anbieter, viele, die einfach einen Mitgliederbereich gemacht haben oder eine School-Community, die sind gar nicht auf dem aktuellen Stand. Und ich habe jetzt, und das war mit auch ein Grund, dieses Video zu machen, einen Kunden übernommen von einer der größten deutschen Ad-Agenturen. Und dabei haben wir festgestellt, dass die Profitabilität und auch die ganze Anzeigenspielung so dermaßen schlecht war, dass overall sah das alles ganz gut aus, aber er hat im Prinzip auf seine Produktgruppen bezogen ca. 70% des Budgets einfach verbrannt, weil die anderen 30% so hoch profitabel waren, dass es overall perfekt aussah, aber eigentlich hat er nur Geld verbrannt im unteren Segment. Und wir haben das jetzt entsprechend aufgearbeitet innerhalb von einem Monat, gehen jetzt auch in die SEO rein und wissen jetzt schon, dass wir in 3 Monaten wahrscheinlich den gesamten Jahresumsatz machen werden, der vorher lief. Und das nur durch das Verständnis, durch die richtige Datenanalyse und durch einfaches Kommunizieren und in Relation setzen von Umsatz zu Gewinn, abzüglich Adspend, Produktkosten etc.
Das ist überall dasselbe Prinzip, nur da scheitern auch die meisten schon dran, dass sie nicht sagen können, was kann ich für einen Kunden ausgeben? Was kann ich für einen Kunden bezahlen, der im Online-Shop kauft oder der eine Anfrage stellt und dann bei einer Quote von XYZ dann zum Kunden wird, mit einem Auftragswert im Durchschnitt von so. Wissen 99% der Unternehmer nicht. Und das ist eigentlich schon die Basis, um überhaupt Online-Marketing zu machen, um es skalierbar zu machen. Und das ist auch ein Punkt, wieso ich in meinen Beratungen oft sehr energisch darauf eingehe und mittlerweile sage, dass ich halt mehr Unternehmensberatung mache, wie eigentlich Marketing. Denn die Basis ist schon nicht gegeben, um überhaupt, ich sag mal jetzt mit internen Teams oder auch vom Geschäftsführer oder Inhaber herab, entsprechend in eine Struktur reinzugehen, die wirklich es zulässt, skalierbares Online-Marketing zu machen. Und ich biete daher, wie ihr auch in anderen Videos sehen könnt, wie gesagt am Anfang, ob ihr mich kennt oder nicht, dieses SEO-Mentoring an, was ein Bootcamp ist. Ich habe es jetzt als Online-Kurs umgebaut. Das heißt, die Aufzeichnung kann man sich entsprechend anschauen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht Anfang 2025 oder Mitte 2025 nochmal ein solches Bootcamp machen werde mit persönlicher Betreuung. Denn all das, was hier in diesem Mentoring drin ist, und das kostet aktuell nur 3.990 Euro, ist eins zu eins das, was wir jeden Tag für unsere Projekte, für unsere Kunden umsetzen. Und es ist eins zu eins das, was das Verständnis vermittelt, Struktur aufzubauen für sein Unternehmen und das entsprechend auch online zu transferieren, um Umsatz und Gewinn zu machen. Viele Teilnehmer, die das schon jetzt durchgelaufen haben, scheitern schon in der richtigen Begriffsfindung, in dem Clusteraufbau oder das Unternehmen, was sie vielleicht schon 30 Jahre lang machen, auf den Prüfstand zu stellen. Dafür biete ich aber auch entsprechend diese gesagte Unternehmensberatung an, wo ich hingehe, und egal ob ihr Anfänger seid, Fortgeschrittener oder schon vielleicht seit 30, 40 Jahren im Geschäft seid, aber offen seid für Neues, dann ist auch diese Suchmaschinenoptimierung mit ein wenig Hinblick schon auf Suchmaschinenwerbung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um profitabel, langfristig und nachhaltig Online-Marketing zu betreiben. Und ich möchte nicht zu sehr auf den anfänglich gezeigten Zahlen hier rumreiten, aber ich kann nur sagen, dass wir hiermit einen enorm großen Mehrwert schaffen und das ist nur einer von vielen Projekten, wo wir sagen können, okay, das ist wirklich, wirklich ein Punkt, den jeder Unternehmer wissen sollte, also diese angesprochenen Themen und die jeder auch für sein Unternehmen, für seine Projekte manifestieren sollte, um profitabel zu werden. Und ich habe sehr viel auch kostenfrei schon weitergegeben. Diesen Link werde ich auch unter dem Video teilen, wo es um die Online-Shop-Optimierung gibt. Das sind Webinare, die ich gegeben habe, drei Stück an der Zahl, die euch alle entsprechend mal anschauen könnt. Und es ist mir einfach wichtig, dass ihr versteht, dass ihr bei mir Beratungen buchen könnt, wo ich euch eins zu eins wirklich, und das meine ich so, wie ich es hier sage, ohne Hand vor dem Mund euch eins zu eins sage, wie etwas geht. Ob ihr das verinnerlicht, ob ihr das für euch adaptieren könnt, selber, kann ich nicht sagen. Das liegt an euch. Aber ich kann euch Denkanstöße geben, ich kann auch Analysen machen, ich kann euch mit meinem Team zusammen auch sagen, das wäre der beste Weg und das würde es kosten, wenn wir es umsetzen. Und dann kann man gemeinsam Lösungen finden, aber dieses SEO Bootcamp mit Mentoring in der Art der Aufzeichnung ist für 3.990 Euro schon mal die Basis für alles, was du verstehen musst, überhaupt Online-Marketing zu machen. Es ist nicht nur rein SEO, es ist SEA mit drin, aber das Verständnis vor allem für Zielgruppen etc. Und deswegen kann ich das nur jedem ans Herzen legen, schon mal das so zu machen und dann separat Beratungen bei mir zu buchen für den Entwicklungsschritt für den individuellen Projektschritt, wo ihr euch befindet, was ihr machen möchtet, oder auch im Hinblick auf zukünftige Projekte, wo ihr als Agentur oder Freelancer vielleicht auch das einsetzen möchtet und weiterverkaufen möchtet an eure Kunden. Auch da gebe ich euch entsprechend eins zu eins Feedback weiter, ohne Hand vor dem Mund. Ich kann es nicht oft genug betonen, denn viele sagen immer nur die halbe Wahrheit, aber auch das
ist nicht meine Art, das ist das, was ich nie gemacht habe, denn ihr bezahlt mich gut dafür, ich gebe euch den Mehrwert weiter und dementsprechend ist das nur eine faire Win-Win-Situation, wenn ich diese ganze Information und auch Software etc., was wir nutzen, eins zu eins kommuniziere. Und ich kann sagen, jeder, der bisher eine Beratung mit mir gemacht hat, lest dazu gerne auch die Bewertungen, ist danach so angetan, ihm raucht zwar der Kopf, manches ist auch, tut auch weh, das sage ich auch, weil ich natürlich auch in die Tiefen reingehe und auch manchmal ungemütliche Dinge sage oder auch jetzt einen aktuellen Kunde, der hat einen Online-Shop für 35.000 Euro machen lassen. Ja, und wir machen den Online-Shop jetzt leider nach 2 Monaten neu, weil er einfach nicht optimierbar ist. Er ist so schlecht angelegt und jegliche Verkaufspsychologie ist fehlgeschlagen, sodass wir gesagt haben, wir können Bestand jetzt rumdoktern oder wir machen es neu. Und der Kunde hat gesagt, er macht es neu, zahlt jetzt bei uns, kann ich auch sagen, nur über knapp 20.000 Euro und hat aber dadurch einen viel, 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 viel besseren Shop und hat natürlich gewisserweise Lehrgeld bezahlt. Und auch davor möchte ich jedem, der das Video bis hierhin geguckt hat, bewahren. Falls ihr einen Dienstleister habt, falls ihr eine Agentur habt, einen Freelancer, einen Freund, Bekannten, der für euch etwas macht im Bereich Marketing, Online-Marketing, bucht eine Beratungsstunde bei mir. Wir prüfen das Ganze mal. Wir stellen das auf den Prüfstand und schauen, ob das gut ist oder nicht. Ich kann meistens in 5 Minuten schon sehen, ob Werbekonten, sei es bei Google, sei es bei Bing, sei es in Social Media, in Pinterest, TikTok etc., ob die profitabel laufen. Und wenn die nicht profitabel laufen, dann kann ich im Umkehrschluss sofort sagen, welche Maßnahmen jetzt zu ergreifen sind. Und das ist, glaube ich, der größte Mehrwert, den jeder Unternehmer haben möchte. Denn ich möchte kein Geld verbrennen, ich möchte möglichst viel Umsatz machen, viele Anfragen generieren, viele Verkäufe machen. Und darum soll es bei mir in der Beratung gehen. Und dieses Video war jetzt anders wie die meisten anderen. Und wenn du bis hierhin geguckt hast, bis hierhin geschaut hast, hast du, glaube ich, mitbekommen, wie ich arbeite, wie ich drauf bin und welche Art und Weise ich in der Kommunikation habe. Und das ist mir wichtig, dass du das so entsprechend verstehst und dafür offen bist und vielleicht jetzt Lust bekommen hast, mit mir zu sprechen, eine Beratung zu buchen. Ich biete auch gerne Softwareberatung an, das heißt auch da, wenn ihr Prozesse im Unternehmen anders lenken möchtet, könnt ihr mich dafür natürlich auch ansprechen, das heißt CRM, ERP, Buchhaltungssoftware etc. Weil ich habe das alles schon zigmal durch und das Wichtige ist mir einfach, dass ihr danach zufrieden seid. Denn das ist das größte Kapital, was ich haben kann. Siehe auch meine Bewertungen. Zufriedene Kunden, die mich weiterempfehlen und vor allem die Reputation weitertragen und diese ehrliche und direkte Beratung zu schätzen wissen. Denn das ist das, was heutzutage leider nicht mehr so gelebt wird und auch von den ganzen Gurus, die nur schnell, schnell, schnell Geld machen wollen, einfach nicht mehr, ich sag mal, in Form von Leistung erbracht werden können, weil auch Expertise fehlt. Und das ist auch ein Grund gewesen, wieso ich dieses Video in dieser Form das erste Mal gemacht habe. Und ich kann nur sagen, alle Links, die ich hier gezeigt habe, alle Informationen unter dem Video, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, meldet euch gerne bei mir oder www.florianibe.de, bucht eine Beratung mit mir, sprecht mit mir, wir machen das per Zoom und dann lasst uns gemeinsam euer Projekt, egal ob Webseite, Online-Shop oder geplantes Projekt, interne Prozesse, Software etc., gemeinsam optimieren und die beste Lösung dazu finden. Das ist mir ganz wichtig und ich wünsche einfach viel Erfolg, egal auf welchem Weg ihr das jetzt geht. Viel Erfolg, viel Umsatz. Umsatz kommt von Umsätzen, viel Gewinn vor allem. Und findet euren Weg entsprechend, egal ob mit mir oder ohne mich. Schaut weiter meine Videos, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und werdet einfach erfolgreich durch entsprechende Maßnahmen und Verständnis. Das ist mir wichtig und fallt nicht auf diverse Leute rein, die leider, leider, leider heutzutage mehr Schein als Sein haben. Und das ist das große Problem. Und deswegen möchte ich einfach nur an euch appellieren. Geht euren Weg, denkt ein bisschen nach, schaut euch Reputation an, Bewertungen und vielleicht hören wir uns im nächsten Gespräch. Vielleicht habt ihr Lust, das Mentoring zu buchen und werdet dadurch entsprechend schon organisch
erfolgreich und mit den richtigen Werbeanzeigenschaltungen geht es dann erst skalierbar richtig ab. Das war es jetzt von mir. Wie gesagt, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, teilt dieses Video gerne in eurem Netzwerk und ich freue mich dann, wenn wir vielleicht persönlich miteinander sprechen können und persönlich dann auch eine Lösung für dein Projekt finden.